Falls ihr Bock habt, dass ich dieses Lucky Race wie auf RunDMC nachprogrammiere, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da, weil ich möchte halt wirklich sehen, ob ihr darauf Bock habt. Moin Leute, und zwar wollte ich heute auf genau dieses Kommentar nochmal zu sprechen kommen, weil das Kommentar an sich eine ganz wichtige Sache für mich hat, beziehungsweise zwei wichtige Sachen für mich hat, bezüglich des Lobby-Systems und wegen dem Lucky Race. Da ich jetzt deswegen wirklich keine zwei verschiedenen Videos machen möchte, mache ich das einfach in einem Video. Das heißt, ich werde jetzt nochmal genau zwei Fragen beantworten, weil ich das in diesem FAQ nicht ganz so ausführlich erklärt habe. Das muss ich dann leider im Nachhinein feststellen. Also zuerst fangen wir mit dem Lobby-System an, wann ich es veröffentliche, und zwar habe ich mir gedacht, ich veröffentliche es diese Woche. Das heißt, ihr werdet diese Woche auf jeden Fall ein Video von mir bekommen, beziehungsweise von mir sehen, besser gesagt. Wo ihr euch das Lobby-System überall herunterladen könnt. Und ja, also bleibt aktiv und schaut diese Woche auf jeden Fall ganz besonders bei mir vorbei wegen dem neuen Lobby-System. Ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade. Es kann sein, dass es morgen kommt. Es kann auch sein, dass es erst am Freitag kommt. Das Ganze steht noch komplett in den Sternen. Gut, und jetzt kommen wir zu Lucky Race. Es haben sich wirklich sehr, sehr viele Leute mir gemeldet, ob ich vielleicht eine Lucky Race Programmiererei mache oder auch machen kann. Falls ihr Bock habt, dass ich dieses Lucky Race wie auf RunDMC nachprogrammiere, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da, weil ich möchte halt wirklich sehen, ob ihr darauf Bock habt. Und falls ihr mal wieder mit den Likes richtig explodiert, so wie bei dem anderen Video. Also Leute, ich will jetzt echt nichts zu sagen, aber falls ihr mal den Lucks so explodieren solltet, dann ist das Ganze ebenfalls möglich, dass ich Lucky Race Programmiererei mache, weil ihr habt das ja mit dem Lobby-System extrem hart gefeiert, und deswegen habe ich mir gedacht, falls ihr wirklich Bock habt auf dieses Lucky Race, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Gut, das war's mit dem kleinen Informationsvideo, und falls das Ganze gefallen hat, dann lasst, wie zum fünften Mal gesagt, ein Like da. Und bis dann würde ich sagen, seht ihr im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute.